Now it's time to play Arklish Legacy mit mir, dem Maro. Ich bin natürlich auch clever und lese mir überhaupt nicht durch, was alles steht. Rechte Maustaste zum Stacken. So simpel. Und ich finde es nicht. Ich hoffe, ich erinnere mich daran, es auch nochmal reinzuschreiben, damit ihr mir nicht in den Kommentaren noch schreiben müsst, wie clever ich doch bin. Aber auf jeden Fall gehen wir weiter. Wir haben hier noch was zu erkunden. Unsere Truppe stürmt nach vorne. Können ja keine Angriffsbefehle stacken, aber ich denke mal, das ist dann auch. Okay. Swordsman und ein Bade. Der normale Bade. Du stürzt dich auf ihn und machst. Nämlich erst das hier. Dann das. Du rennst hier hoch. Wieso macht dann das da? Und rennst dann da hoch. Na, renn erstmal da hoch. So. Du kannst Zauber. Moment, linke Maus. So. So. Das kann man auch stacken. Wunderbar. Aber den wollen wir gar nicht stacken. Und unsere Healerin schmeißt doch mal eine Seed auf den da. So, dann haben wir noch einen Grund zu taunten. Den da. Dann den, dann den. So. Denzel geht auf den da. Du auch. Du hast noch keinen Spell ready. Kannst du jetzt mal einen Zauber auf ihn schmeißen hier? Meine linke Maus hat zum Ausführen. Genau. Alle erwischt. Nee, doch nicht. Okay, Denzel. Den, dann den. Mach den an einfach. Drauf. Oh. Rein damit in meine Tasche. Level ups. Kommt immer mehr raus aus dem Haus. Was soll das? Jetzt Sword Axe. Okay, das kostet aber HP. Au. Oh, wir haben Level Ups. Sind wir mit neuen Fähigkeiten durch, würde ich sagen. Okay. Neue Fähigkeit Sword Axe. Damage Target. 53 HP kostet das, macht 400 Schaden. Denzel hat Shadow Assassin. Nach Aktivierung macht die nächsten drei Attacken in 10 Sekunden 52% Schaden. Unsere Magierin Elemental Change nach 3 Sekunden reduziert die Angriffsgeschwindigkeit von den Zielen um 10 Sekunden. Und hier Mystic Predator. Nach 2 Sekunden Zauberzeit. Ja. Lass mich kurz noch aussprechen, Liebe. Transferiert sie alle Infekte, die auf das Ziel. Oder, also klaut sie alle Effekte, die auf dem Ziel sind, die Bonus bringen. Aber nur Effekte, die eine Dauer haben, können gestohlen werden. Gucken wir uns mal unser Inventar an. Wir haben einen neuen Ring. Ring der Asche. Ne, Ring des Blutes. Healing Received. Wir haben schon Ring auf der Asche an. Genau, das ist Ring des Blutes. Das ist was für ein Knocker. Der dunklen, nee. Doch, das ist die Tenkitusi. Sein Tenki-Ring. Nyla hat Armor und Healing. Dann kriegt sie Multikrit. Okay, Ohrringe. Das bringt dir nicht viel. Kriegst du Rüstung, du Rüstung und du kriegst physischen Schaden und Mana-Reck. Das bringt dir gar nichts. Dann nimmst du den. Du hast schon einen. Nimmst du den hier? So ein neues Relikt, 7 Rüstung. Healing dann. Ne, nicht schneller. Wonderwall nimmt den Healing dann. Du nimmst den hier. Du nimmst den. Wir haben einen Ring zu viel. Healing dann Magic Armor. Sie hat Healing dann Magic Armor Plus. Das heißt, wir können unser Epic wieder weiter chargen. Okay, weiter geht's. Kiste. Kiste.
Und wir alles anschauen. Yay, looten. Okay, wir haben einen noch einen Dark Ring gefunden. Hier liegt da ein Plus. Multikrit ist aber besser. Physical Damage Plus ist auch besser. Physical Armor bringt's gar nicht. 5, 6 Healing Received. Oh. Könnte mir besser, würde ich sagen. Healing. Ah, ne, Healing dann. Moment. So. Healing dann war ja der für sie und die hat ihn ja schon an. Okay, die Ringe ändern sich. Das ist sogar besser. Du hast ja was auch was anderes an. Okay, muss ja alles überprüfen hier. Neues Relikt. 7 physische Armor, 20 Rüstung. Immer noch besser als das, was du anhast. So. Opfern, opfern, opfern. Wir wollen noch coolen Loot. Hier oben geht's dann weiter. Mal gespannt, was im Skillbaum alles so abgeht. Bisher finde ich das Spiel ja ganz cool. Okay. Da ist der Boss wieder. What have you done with her? The relic was collateral signed by your father. Even in his death, the debt still must be paid. I could care less for some bubble. What have you done with Lady Mornstar? What have you done with my sister? Nothing. And if she has a face like yours, that's probably the best she can hope for. What, you presumptuous little turd! I look forward to wiping you off my boot! Enough! We are wheel swords. We claim the relic. We know nothing of your sister's disappearance. Take up any grievance with the guild or patron Lockshy, but let us pass! Your guild of goldmongers and their wheelsword mercenaries are no more. You have been disbanded by royal decree. Your lives and the lives of those you serve are forfeit, as befits kidnappers and brigands. The little lord speaks madness. Let's kill him and break his teeth. Kill them all, but not the sorceress. We'll get the truth out of her. Nothing can resist the righteousness of the God of Light. Oh, große Worte, Mister. Was nimmt der auch dann stehen bleiben kannst? Okay, der Tank schnappt sich natürlich erst mit dem Boss. Dance. Decken. Moment, nee. Anmachen. Nee, 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 nee. Du rennst hier hin. Moment, anders. Du läufst hier. Du läufst hier hin. Dann machst du den an. Dann ein Dagger auf den. Und dann den Boost. Du rennst da rein. Machst erstmal nix. So, du machst Elemental Chains auf ein Ziel, ne? Das. Und. Ne, ne, Moment, den können wir gar nicht angreifen. Du castest auf den da. Du hast nicht zum Klauen, also haust du die Leech Crane auf den. Und go. So. Du machst direkt erstmal Power an. Und das da. So, ne, weiter draufhauen. Aber du haust denn hier auf ihn. Und du genauso. So. Die Heilung poppt gleich. Du saugst mal HP von ihr ab. Du zauberst nochmal HP auf ihn. So, du verlierst Aggro von dem. Das heißt Taunt. So, netz ihn. Du bindest ihn mal wieder fest hier. Das zerstört nämlich sonst. Oh, er hat getauntet. Das ist nicht gut. Was können wir machen, um das zu verhindern? Also erstmal den da angreifen. Hier eine C drauf. Und du heilst dich mal. Und du machst an. Ah, du darfst ja nicht weg da. So, dann heilst, schmeißt mal ein Heiling rüber. Und du auch.
Noch getauntet, der Liebe? Okay. Dann taunt du mal zurück. Du gehst Shadow Assassin. Du klaust dir wieder HP von ihm. Du machst das Schutzschild an und gehst mal hier hin. Nee, Moment. Schutzschild an. Okay, kommst von hier. Wir müssen nochmal Mana klauen. Dann können wir heilen. Du heilst mal auch. Du gehst auf den da. So, von dem hast du noch ein bisschen HP. Nochmal. So, du haust auf den. Du gehst den Blitz auf den, sobald du kannst. Grain darüber. Okay. Einmal Katzrot von hinten. Heilen. HP klauen von ihm. Okay, wir haben vergessen, dass er positive Effekte hat. Sollte aber passen. 3, 2, 1, pop. Balbi blinded by their godforsaken light. Lord Mornstar was telling the truth. This is a royal decree of the barons, ordering our extermination. What have we done to these barons of light? I know them not, nor do they know me. By decree of the court of Alahad and the lords of light, the guild known as the Goldmongers and their nefarious lackeys, the Wheelswords, are hereby disbanded. For crimes including murder, extortion, kidnapping, blah blah blah, etc, etc, etc. Ah, these fugitives must be apprehended and hung by the neck until dead, or put to the sword if they resist arrest. So it's not just us. It's the entire guild, the patrons, their houses, outposts, and all the Wheelswords. They've given the order to have us killed on sight. That little man. I'll take his eyes. He has brought down all this hate upon us. Leave the body, Naka. It's not just him. All of Alahan has orders to slay us. We must leave. But where do we go? We can't go to a guild outpost. They're the first places the knights will have attacked. Then we'll flee to the mountains of Behemoth. Ah, the lusty mountains. A better place to die. I agree. Any place is better than here. My blood is steel! My steel are blood! Diese Schlachtrufe. Also, kurz zusammenzufassen, unsere Gilde wurde von bei Erlass des Rates aufgelöst. Und genauso wie unsere Vereinigung der Söldner. Und wir sind alle den Tode geurteilt, sollen entweder aufgehungen werden, bis wir sterben, oder falls wir dem uns widersetzen, werden wir mit dem Schwert getötet. Einige Kämpfe sind ziemlich schwer, wenn du ausnummern wirst. Denk daran, alles benutzen, was du gelernt hast. My blades grow dull waiting for you. Ja. Nocker kann man tanken lassen. Heilen von Bendaru, Magisha mit Nella und Denzel macht irgendwelche Effekte weg. Cooperative und Coordinative. Natürlich. Akt 1. Dem Licht entkommen. Weiterhin. Obwohl Lord Monster und seine Kräfte zerschmettert wurden, die Gilde wurde aufgelöst. Und die Wheelswords sind nun Verbrecher. Die einzige Hoffnung ist, in einem sicheren Hafen in Archeron sich zu verstecken, der The Hold genannt wird. Es ist weit weg aus der Reichweite von Lyon und dort könnten sie vielleicht neue Befehle erhalten von ihrem Patron Lokshai. We have not killed enough of these lion knights. Wendaru, we are bound to protect the guild. We cannot do that if we're dead. It is not my intent to die. My heart calls for vengeance. We kill them all and the danger for the guild dies with them. We must go to the guild hold in Acheron. Those are the standing orders if all else fails. Nella's counsel is sound. Acheron? Who would go there? Exactly, my dear.
Denzel, are we in the right place? That's what the map says. There's only one way to be sure. We must go forward. Onward it is. Also, wir sollen uns nach Archon bewegen und unsere liebe Vendaro möchte lieber alle abschlachten. Okay, wir können einen Skillshot planen, indem wir die linke Maus gedrückt halten und dann in die richtige Position ziehen. Okay. Weil wir mal Skillshots haben, wo wir das trainieren müssen, werden wir das auch tun. Nämlich irgendwelche Kampfträger auch auswendig lernen kann. So. Ein Elite Swordsman und zwei Archer. Das heißt, Nocker stimmt erstmal vor auf den Swordsman. Denzel geht hier hin. Und greift ihn an erstmal. So, wir haben leider keine AOE-Zauber. Ich bin ein Riesenfan von AOE-Zaubern. So, du haust da auf meine Sea drauf. So. The sea, the sea. So, du gehst erstmal an. Und machst dann. Ne, Moment. Links, so. Du machst das Schild an. Du gehst hier rüber. Okay. Hauen wir erstmal die ganzen Swordsmans um. Oh, du heilst dich natürlich jetzt erstmal. Du gehst hier hoch. Oh. Wir werden von hinten angegriffen von Löwen. Dann können wir nichts anderes machen. Jetzt kannst. Was können die Löwen denn? Löwen können beißen. Und die Klaue schwingen. So, wenn du angegriffen wirst, hol dir erstmal HP. So. Moment, du musst erstmal hier heilen. Geh du mal hier hoch. Ah, ich getaunte von den Viechern. Okay. Dann ein Blitzschlag auf den Löwen. Nocker hat nicht so viel HP, um das Covers zu machen. Er taunte mal den einen Löwen da weg. Denzel kümmert sich um den da oben. So. Nein, Denzel greift da oben an. Gut, Level up. So. Erstmal eine Seed mal schmeißen. Und dann ein Heal. Du stichst ihn von hinten ab. We are real sword. So, er hat die Level up. Da drauf zaubern, weil du kannst. Ja, der poppt das nicht mehr, wenn das Ding stirbt. Das sollte keiner sterben jetzt von uns noch. Das ist alles okay. Skill Tree. The Real Swords are now Level 4. Wir haben nun ihre Skill Trees, wo sie sich verbessern können. Man kann ohne Probleme die Skill Trees auch wieder resetten. Juhu. Schön. Man kann so quasi sich in die vier verschiedenen Bäume weiterentwickeln. Interessant. Okay, wir haben die Auswahl zwischen Cutthroat, Öten Blutungsschaden oder mehr Rüstung oder Cooldown weg beim Fähigkeiten ausschalten oder Cooldown weg bei dem da. Machen wir das hier. Können wir eh nochmal ums Becken, wenn uns das nicht gefällt. So, hier bei ihr können wir Auswahl machen zwischen Taunt und Dauer. Rüstungsbonus, Damage oder Regenerationsrate. Irgendwie die Regenerationsrate, die fällt mir mal ganz schön oft um. So, ich möchte hier gerne AOE-Zauber-Damage haben. Okay, wir können hier Knockdown, All Units, Damage, Mana-Kosten runter, Attack Speed Reduction, Heilung. Machen wir das hier. Und unsere Heilerin kann mehr heilen, kann schneller poppen. Das klingt gut. Ihr wisst, wie ich das meine, jetzt keine fiesen Worte draus machen.
Kann öfter diesen komischen Scheiß hier casten. Oder kann mehr HP in mehr Mana umwandeln, aber effizienter auf jeden Fall. Wir machen mal die Siege stärker. Das hilft, glaube ich. Die hielt nämlich ohne große Kosten. So, wir haben... Kurze Karte gucken. Gucken wir mal hier oben in der Ecke. Könnte bestimmt irgendwas versteckt sein. Genau, so eine Säule. Und eine Kiste. Die haben wir uns verdient. Epic! Wie soll er anklicken? Da lang. Okay. Haben wir ein episches Amulett gefunden. Das epische Amulett macht Rüstung, Rüstung plus Magieschaden plus Healing Receives und Dodge. Das ist perfekt für sie. Ich hab da nicht mal eins. Und wir haben gefunden, dass Healing Received und Max HP erhöht. Perfekt für die Tanken. So, haben wir noch einen Ring gefunden. Magic Armor Healing dann. Physical Armor weniger Healing dann. Aber mehr HP. Ist das unsere Magierin? Irgendwas Cooleres. Unsere Schurke, irgendwas anderes. 3 Physical Damage, 3 Physical Damage. Rüstung Healing Received. Brauchen wir gerade nicht. Noch einen O-Ring haben wir hier. Manarek. Ein O-Ring mit Manarek. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt ihr Manareken. Okay, sie kann. Achso, die hat hier oben Physical Damage und Manarek. Sie hat überhaupt keinen Manarek, die kann gar keinen haben. Sieht man ja hier oben. Das heißt Naila, aber sie hat schon dieses geile Ding. Und das wird sie auch gern behalten. Die haben keinen Mana, das heißt, wir heben das Ding erstmal auf. Haben noch irgendein komisches Gammelrelikt, das können wir hier ins Item schmeißen. Gut. Hier ist noch so eine Säule. So, die Säulen treffen sich alle hier in der Mitte. Das können wir jetzt schon sagen. Also sollen sie alle anklicken. So, da aufbricht eine Säule. Die nächste Säule ist die hier. Und die hier. Wer ja gelacht, wenn wir das hier schon noch machen jetzt. Ein Boss. Okay. Major Elemental of Light. Element Licht. Physisch ganz schön robust gegen magischen Schaden. Kann Säule der Energie. Macht Schaden, muss unterbrechen am besten. Blendet den Gegner. Nach 5 Zauber blendet und macht Schaden. Und kann auch weiter springen. Wort der Stärke. Wenn es auf 50% HP runterfällt. Dass es alle Hells von dem Sparkling absorbiert. Wenn es gemacht in Raged ist und erhöht auf jeden Fall den Damage und den Attack Speed. Hat passiv eine Aura des Lichts. Heilt Sparkling um 300 HP pro Sekunde. Okay, und die Auto-Attacks slowen das Elemente. Okay, du gehst ran. Du gehst dahinter. Du bleibst hier und schießt die Blitze. Du haust direkt mal die Seed drauf. The sea beast. So, du greifst von hinten an. Okay, die heilen sich die ganze Zeit. Wie viel HP haben die denn? 800. Okay, er zaubert jetzt hier, glaube ich, die Säule der Energie. Säule der Energie macht genau. Ein Channel mit einem Ziel für eine maximale Zeit von 10 Sekunden und macht 50 pro Schaden pro Sekunde. Auf sie hier. Magic Safe können wir noch nicht. Aber wir können vielleicht die Energie klauen. Ne, können wir nicht. Dann haust du einmal drauf. Und jetzt die vier können wir nicht töten. So, hol dir mal HP von ihr. Und schieß dann ins Skillshot hier rein. Das Problem ist, die heilen das Ding jetzt hoch. Und ich kann sie nicht töten, wenn mir der Schaden fehlt. Okay. Machen wir mal Chains auf das Ding hier.
So, du haust direkt von den Seed wieder hinterher, nur du frisst von ihm. Mana, flow. Okay, jetzt kommt übler Schaden. Problem ist, ich kann die Viecher hier nicht töten. Da fehlt mir die Fähigkeit. Okay, die Seed wieder drauf. Du heizt, zauberst mal, Oliver. Ne, wir müssen die töten, anders geht's nicht. So, du heilst dich selbst. Kannst du gar nicht, okay. Problem ist, wir können die nicht töten. Noch ein Zauber hinterher. Wir fokussen mal alle drauf. Okay, wir müssen die Zauber wohl sinken. Das macht 400 Schaden. Der Zauber macht auch so viel Schaden. Okay. Du brauchst erstmal HP, hol die mal von ihr. Okay. Ah, der Kampf ist glaube ich unmöglich. Wir hätten speichern sollen. So, geh du mal an. Mit deinem Buff. Okay. Heil dich. Das Ding ist gepoppt und das wäre ja geheilt worden, glaube ich. Gut, so, Blitzschlag. Und jetzt hau drauf. Du heilst. Holst dir von ihrem HP. Oh. Der Bosskampf ist unmöglich, da wir nicht genug Schaden machen. Leider. Wir können das nicht besiegen, weil wir können hier gegen die Aura nichts mehr machen. Und die heilen es leider hoch, zu oft. Wir flüchten mal. Okay. Du machst mal einen Heilzauber auf die da. Okay, dann haben wir den Kampf zurückgezogen. Ich hoffe, der spawnt nicht doch, er spawnt neu. Gut. Den Bosskampf schaffen wir jetzt noch nicht. Müssen wir später wiederkommen. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.